Oh, no! Was? Dein Ernst? Ich muss gewinnen, Len. Lass mich gewinnen. Nein, nein, nein. Spiel läuft einfach so lange, bis ich gewinne. Ich mag dieses Spiel. Hallo meine Freunde der grünen Dobbys und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga mit dem wundervollen Len 16. Und seinen Stuhl. Und seinem Stuhl. Ah, Len ist schon wieder... Sitz, Gelegenheitsstuhl. Dein Stuhl macht quasi Begrüßung für dich. Ja. Okay. Hallo Drabu. Hi, hi, hi. Wir sind im letzten Level angekommen von Episode 3, also das letzte Level quasi des Episode 1 bis 3 Spiels. Dieses ist Darth Vader, oder heißt besser gesagt Darth Vader. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefällt. Und abonniert unsere Kanäle. Und dann starten wir auch schon rein, dann kann sich schon mal überlegen, was für eine Vorleseart wir hier machen. Episode 3, die... Ach, oh ne. Rache der Sith. Ich frage mich, was er machen wollte. Kapitel 3, Darth Vader! Anakin Skywalker, der einzige Podracing-Champion von Tatooine und Obi-Wan Kenobis Padawan, hat seinen geheimen Gefühlen nachgegeben und ist der dunklen Seite verfallen. Seine Frau Padme eilt auf den Vulkanplaneten Mustafar, um Anakin von seinem dunklen Weg abzubringen. Sie ahnt nicht, dass sich Anakins ehemaliger Meister Obi-Wan an Bord ihres Schiffes versteckt. Punkt, Punkt, Punkt. 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 Mach mal Punkt, Len, Mensch. Ja, ich hab gerade auf meinen Tisch gehauen. Hab ich einfach so gemacht. Oh, wie unauffällig versteckt. Der kann ungefähr so gut schleichen wie ich. Aha. Haha, ich habe ein Lichtschwert. Oh, du hast auch eins. Aua, gefährlich. Du bist ein Sith! Dein Mutter ist ein Sith. So, wen spiele ich jetzt? Anakin. What? Why? Weil Spieler 2. Obi-Wan ist der Gute, also spielt man den zuerst. Aber warum? Nein! Aus meiner Sicht sind die Sith die Guten, oder wie war das? Jedi are evil. Oh, ich hasse dieses Weglaufen, ey. Diese Szene ist so beschissen. Ja, mach doch mal. Ja, mach du doch mal. Man darf eigentlich, vor allem nicht springen darf man. Man darf immer irgendwo reinspringen, wo man nicht reinspringen sollte. Aua, jetzt muss man springen. Springen muss man. Wir sind beide reingefallen. Reingefallen. Oh, das war echt eines der fiesesten Level-Anfänge, die es jemals in Lego Star Wars gab. Also das war so fies, dieses Wegrennen hier. Ich weiß nicht, wie oft ich da gestorben bin bei dem Versuch, das zu schaffen. Oh no! Hä, da muss man jetzt dreimal springen. Oh, ich glaube, es war auch deutlich schwieriger, wenn man es zu zweit gemacht hat. Da ist die Chance doppelt so hoch, dass einer unfähig ist. Das Problem ist, wenn einer runterfällt, haben ja beide verkackt jedes Mal. Das wird interessant. Man muss zweimal, an einer Stelle muss man zweimal nacheinander ziemlich schnell springen. Genau die Stelle war es. Oder haben wir das Minikit vergessen, aber das ist egal, wir haben es hier reingeschafft. What? Du musst hier die Dinge aufstellen, dann haben wir mehr Zeit. Dann haben wir mehr Zeit, wenn wir die Dinge aufstellen. Okay. Da müssen wir weiter tatsächlich auf der Seite. Aber okay. Wir können ja die anderen Dinge noch aufstellen, kurz. Ja. Ah, genau, da müssen wir noch. Ah, die müssen wir noch aufmachen. Ja, wir haben jetzt eh. Jetzt haben wir eh genügend Zeit. Das ist bloß dieser. Der Anfang ist halt so fies, dieses Weglaufen. Das ist halt echt. Das ist eine fiese Angelegenheit. Wenn man mal weiß, wie es funktioniert. Ich habe damals auch ewig rumgemacht, weil ich es nicht gecheckt habe, wo ich die 100% gemacht habe, dass ich die Dinge aufstellen muss, weil ich mich da überhaupt nicht mehr dran erinnert hatte. Auch so ein Level, wo es relativ schwer ist, wahrer zu werden, weil man halt am Anfang so oft runterfällt. Also wie gesagt, mit Multiplikator ist natürlich kein Problem, aber ohne Multiplikator ist es dann tatsächlich ein bisschen schwieriger. So, ja, also mal mitnehmen, was es so gibt hier. Ah, das eine Minikit habe ich sogar gesehen gehabt am Anfang. Das hat mich geärgert, dass wir das nicht mitgekriegt haben. Ja, da sind wir dran vorbei. Ja, mei. Aber ich bin schon froh, dass wir es so schnell überhaupt geschafft haben. Vor allem zu zweit. Zu zweit ist halt echt deutlich schwieriger. Eigentlich diesen Anfang zu machen hier. Schauen wir, ob da noch irgendwas Tolles drin ist. Naja, auf der Seite sind wir definitiv fertig hier. Können wir auf die andere Seite rüber schauen. Wir sind halt gut in der Zeit jetzt. Also jetzt ist das hier alles gerade schon ziemlich entspannt, würde ich mal sagen. Ich komme, Lin. So. Gucken, ob da noch was drin ist. Sehr gut. Eine Münze. Kann man hier sogar noch kaputt. Nee, kann man nicht. Okay, jetzt können wir mal weitergehen so langsam. Achso, du machst die Seite, dann mache ich die Seite. Sieht ein bisschen aus wie Mordor, oder? Wenn man rausschaut, so Schicksalsberg. Könnte am Vulkan liegen. Ah, gotcha. Ja, das sage ich später dann auch, Len.
gibt hier leider kein alternatives Ende oder so. Da, Gacha, habt ihr den Hintern versohlt. Wow. Heute gibt's heißen Hintern für einen Len. Oh, wir kämpfen doch eigentlich, oder? Was? Wir kämpfen doch eigentlich, oder? Wir rennen vor allem weg. Und wir haben es eh schon verkackt. Glaube ich. Was? Hier muss man schnell sein. Wir waren nicht schnell genug. Hier muss man schnell sein, um weiterzukommen. Das ist auch eine Beschissung. Ja, dann machen wir doch. Ja, wir müssen uns da beide draufstellen und so. So, einmal hier runter. Wunderbar. Oh, komm, wir können es schaffen. Wir können es schaffen, noch Vara zu werden hier. Oh, nice, nice, nice. Du machst mal das da auf. Sehr. Oh, wir haben es geschafft, Vara zu werden hier. Ja, sehr nice. Warte mal, ich mache hier zu, dann kannst du auch weiter. Glaube ich, jetzt kannst du weiter. Komm her. Sehr gut. So, die beiden Dinger da mal reintun hier. Oh, wunderbar. Ja. Es geht ja voran. Es geht ja richtig voran hier. Dann das Ganze noch drehen. Oh, es muss sich schnell drehen. So mögest du dich schnell drehen. Okay, da waren wir schon schlechter. Ui. Komm doch her, Lenny. Hier gibt gleich volles Pfund aus dem Maul. Ich sag's dir. Einmal wahren Schmerz erleben oder so. Ja, jetzt kann es uns egal sein hier. Jetzt haben wir hier geschafft und so. Aber gut, dass wir es hier vor der Szene hier geschafft haben, Vara zu werden. Nein, der Doppelsprung war nicht da. Also sterben wir beide, wenn du stirbst? Oh, hätten wir auch ein bisschen vorspulen können hier. Ich weiß nicht, ob du den Doppelsprung darüber schaffst tatsächlich. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ja, sorry, ich mach's nicht mehr. Don't do this. Don't try this at home. Ich schwöre, wenn ich noch einmal in die Lava... Falle? Was tust du, wenn du noch einmal in die Lava fällst? Ah, du überlässt mir... Ah, hier, mach mal. Jetzt hat. Jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich das alleine machen. Dabei kann Alain doch so wunderschön springen, aber deswegen lässt er mich trotzdem nicht wieder alleine machen. Du bist in diesem Spiel besser. Ich hab's bloß öfters gespielt als du. Ja. Oh shit. So viel zu stimmen. Ich wollte nur das Minikit haben. Jetzt kann ich mir auf die andere Seite rübergehen noch. Oh, ja, das war schlecht. Das war schlecht. Ich wollte euch nochmal zeigen, was passiert, wenn Obi-Wan ins Feuer fällt. Auch das ist ein wichtiger Aspekt des Spiels, den ihr auch mal durchaus erleben sollt. Ein quasi alternatives Ende. Eigentlich wollte ich natürlich nur zu dem Minikit hier drüben rüber. Das war ja natürlich mein finsterer Plan eigentlich. Oh, uns hätte dann echt nur ein Minikit gefehlt, wenn wir das eine vorhin gekriegt hätten. Oh, das ist bitter. Oh, die ist nicht mehr das da, die Plattform. Das war sehr ambitious. Also es war sehr... Ja, ich hätte nicht gedacht, dass die Plattform... Ich hatte gedacht, die bleibt noch ein bisschen länger da zumindest, die Plattform. Aber gut. Dann werden wir jetzt den schnellen Weg wählen. Alles klar, soll mir recht sein. So, einmal hier rüber. Das ist der schnelle Weg? Ja, das ist ganz sicher der schnelle Weg. Ich glaube, der geht eher links rum, der schnelle Meinst du? Was hat den schnellen Weg verraten? Was hat den schnellen Weg verraten, Link? Die kurzen Abstände zwischen den Plattformen. Bestimmt nicht. Ja, da drüben kommst du nur hin, wenn du... Ah, doch, da kommst... Ah, wir hätten... Ich weiß gar nicht, wenn man da alles bekommen... Das Ding kippt, Stimmung kippt. Ah. Das kannst du auch wieder mitkommen. Ja, nee, nee, das machst du erstmal noch so. Okay, also bist du. So, jetzt kannst du mitkommen. Jetzt kannst du hier dich mit mir duellieren. Drück mal was. Ich drücke. Ah ja, jetzt. So, oh, jetzt. Ach, jetzt haben wir beide gleich wieder. Das war schon witzig. Das ist zum Beispiel richtig witzig gemacht, dass man dann quasi mit seinem Mehrspielerpartner hier sich quasi duellieren kann. Ey, Klaus, sagt hier. Ey, komm mal nicht so hier. Oh, episches Duell hier. Was? Wie hat er mehr mich gerade schon wieder getroffen, ey? Klaus hackt. Ah, oh, Block, Block, Block. Mach den Ken. So, schön getroffen nochmal. Wunderbar. Ah, den war ich mal aus. Den war ich. Ah, nein. Nein. Ah, oh, doch. Den Hinterstecher. Den Hinterstecher, damit hat er nicht gerechnet. Der Hinterstecher, der hat's gebracht hier. Oh. No! Was? Dein Ernst? Ich muss gewinnen, Len. Lass mich gewinnen. Lass mich gewinnen. Nein, du musst... Was? Man muss im Kampf verlieren. Wir dürfen nicht in die Lava. Es muss ein ehrenvoller Kampf sein bis zum Schluss. Oh Mann, ey. Ich habe so viel über dieses Spiel tatsächlich nochmal gelernt in diesem Let's Play, wo ich das Spiel jetzt echt schon oft durchgespielt habe, aber man lernt immer wieder Neues. Wir können zum Beispiel schauen. Wahrscheinlich schaffen wir es, dass wir am Ende auf derselben Plattform stehen, weil alles andere einfach schon in die Lava gebrochen ist, weil wir zu lange gebraucht haben oder so. Boah. Langweilige Drabo macht die ganze Zeit nur die Sprungangriffe. Ja, was macht hier Drabo nur die Sprungangriffe? Hier, da macht er die Sprungangriffe. So. Bam, weg ist er denn. Hat sich's ausgelenkt. Mhm. Den Kampf davor hätte ich gewonnen. Das hat das Spiel anders gesehen. Spiel läuft einfach so lange, bis ich gewinne. Ich mag dieses Spiel. So, wir haben Episode 3 übrigens auch gemeistert jetzt.
Da kann man schon mal quietschen, Len, oder? Da kann man schon mal quietschen. Da quietscht der Len vor Freude. Aber wir haben nicht geschafft, die 1 Million Stats zu bekommen. Schade auch. Ja, kommt noch. Komm noch. Ja, wir haben noch 3 Episoden vor uns. Ich denke auch, dass es irgendwann noch kommen wird, dass wir die 1 Million Stats haben. Ich würde es nicht ausschließen. Ich würde es nicht ausschließen, dass das irgendwann noch passieren wird. Ach, ein Wee-Wing ist das hier noch. Ein V-Flügler. Ist das gerade noch gewesen, das Gefährt, was da gerade... Flügler. Ach ja. Ich mag unseren hochqualitativen Kommentar. Ach, hier gab es ja sogar eine Zwischensequenz am Ende noch. Pressen, Len, pressen. Das Geräusch dazu noch. No. Sogar die Musik gibt's dazu. Das Lachen, das Lächeln dazu ist schon fies. Oh, Schäse, oder? Rage! Erstmal ausrasten. Das ist so geil, dass die Kamera mit erwischt. Das ist Lego-Humor einfach in Bestform. Ja, Lego-Humor in Bestform. Ja, das kennen wir schon hier. Das Spiel haben wir nicht durchgespielt. Nee, das kennen wir schon, ja. Das war immer noch Episode 1, was uns gezeigt wurde. Ja, da kommen Szenen aus allen Episoden, nehme ich mal an. Und sie fangen überraschenderweise mit Episode 1 an. So wie auch wir mit Episode 1 angefangen haben. Aber dann nicht damit weitergemacht haben. Sondern dann tatsächlich auch nach Episode 1 mit Episode 2 weitergemacht haben. Und der Len kommt hier nicht mit. Deswegen ist dann halt hier jetzt das Ende der Kamera und des Levels und des Parts. Du bist so weit entfernt. Nächstes Mal geht's weiter mit Episode 4. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du in Zukunft kein Video mehr verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall unsere Kanäle abonnieren. Da oben geht's dann auch schon zum nächsten Video und auf der anderen Seite kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!